Ja, das ganze Hundegebelle und Gekläffe, das sorgt auch für eine ganz, ganz tolle, entspannte Atmosphäre. Hier hat man noch einen Geocache. Höhlen es hier auf dieser Insel gibt, glaub ich. Tiermäuschen. Oder? Ich schätze mal, es geht hier nicht runter. Und hier scheint auch leider nichts weiter zu liegen. Dann den Fledermäusen hinterher. Und endlich wieder Tageslicht. Ah, wir sind wieder in der Barackenstadt. Hier liegt aber auch nichts mehr. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ah, jetzt laufen da die Fahrstühle. Sehr cool. Ja, ich könnte mich hier jetzt nochmal umgucken, aber das lassen wir. Wir wollen ja endlich das Boot klar machen. Ich würde gern da rein. Jetzt dreht sich. Wuhu! Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ich erwarte immer noch, dass irgendwas passiert. Ich traue dem Ganzen ja nicht. Richtig schöne Aussicht. Es ist zu ruhig. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Kannst du durchnehmen. Na gut, dann. Juhu! Oh!
wirklich beste Waffe. Das ist schon besser. Nein, da ist mal wieder eine MG. Yay! Wer meine Brüder tötet, muss sterben! Sehr geil. Ah, wir sind unten, also. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ich denke auch. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Gute Frage. Ich würde sagen, am Strand bei einem Boot. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Oder das? Wieso kann ich das Ding ziehen? Macht das irgendeinen Sinn? Oh, man kann darauf stehen. Aber ich krieg sie leider auch nirgends mehr runter wahrscheinlich. Ups. Was ist das? Noch ein Bunkereingang? Wahrscheinlich. Hier haben wir einen alten Panzer.
Und irgendwer der Krankheit versucht da irgendwas zu starten. Ich muss etwas Stärkeres finden. Ah, also kriege ich noch ein Upgrade für den Bogen? Alles gut. So, was haben wir hier drin? Gar nichts wahrscheinlich, oder? Ach nein, doch, ein Buch. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Ach Gottchen. Ja, das wollen wir doch verhindern, dass du dich da irgendwie umbringst. Finde ich nicht gut. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Auf zur Takelage. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine mit den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Wie einfach. Das geht doch hier alles in einem Rutsch. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Irgendwas geht hier vor. Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Verdammt doch mal! Also allzu lange kann ich dir nicht spannen. Ach Mensch, Junge. Er lebt immer noch. Oh, shit. Ja.
Ja. Ich wollte euch nur die Sterbesequenz zeigen. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Was zur Hölle? So, neuer Versuch. Ich denke, wo es hier weiß angestrichen ist, Oh, da geht's nicht lang. Nee, hier außen geht's lang. Ach, die haben einfach eine geile Atmosphäre gemacht hier bei dem Spiel. Es bockt mich immer wieder. Jetzt muss ich das nochmal machen. Wo soll ich denn hin? Verdammt. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen. Verdammt nochmal. Hä? Naja. Zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. So, ganz ruhig bleiben. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was? Ja, ich weiß. Du sitzt hier fest. Du sitzt hier fest. Wir sitzen hier fest. Wir sitzen auch fest. So, neuer Versuch. Hey, wie praktisch. Jetzt kann ich da auch einfach so lang. Scheiße, das Ding fällt auseinander. Raus hier. Leb noch, verdammte Scheiße. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Das sind keine neue, glaube ich. Hier geht. Das Wasser ist okay. Das wäre Friendly Fire, das wollen wir ja nicht. Danke. Ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe!
Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich traue dem immer noch nicht. Gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner stopp, Faust. Stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Einen fetten Kompositbogen. Oh, jetzt können wir so ein paar Sachen machen. Napalmpfeile, okay. Und geflochtene Sehne erhöht nochmal den Schaden. Na gut, aber wir haben im Moment sehr wenig Zeugs. Lara, so. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Das finden wir nächstes Mal raus. Hier auch wieder Kurzpause. Bis gleich.